Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute zeige ich dir, wie du in Adobe Premiere Untertitel anlegen und bearbeiten kannst. Das sieht dann am Ende so aus. Heute kochen wir eine Gemüsepfanne. Als erstes waschen wir unser Gemüse unter laufendem Wasser ab. Ich habe mir bereits ein Projekt angelegt und habe mir hier auf meine Audiospuren, Soundeffekte, Musik und ein Voiceover gelegt. Wenn wir jetzt Untertitel hinzufügen möchten, gehen wir oben unter unserem Fenster auf das Textfenster, eröffnet uns das. Ich ziehe mir das hier mal ein bisschen größer. Und wenn ich jetzt hier auf den Punkt Untertitel gehe, kann ich auf den Punkt Untertitel aus Transkript erstellen gehen. Hier kann ich jetzt noch einige Voreinstellungen vornehmen. Zum Beispiel kann ich hier unter der Transkriptionsvoreinstellung sagen, in welcher Sprache mein Voiceover aufgenommen wurde. Und ich möchte das hier in der Sprache Deutsch anlegen. Es ist ein separater Sprecher, der die Untertitel eingesprochen hat. Und wenn ich jetzt hier auf Untertitel transkribieren und erstellen gehe, dann arbeitet er hier und legt mir meine Untertitel an. Heute kochen wir eine Gemüsepfanne. Als erstes waschen wir unser Gemüse unter laufendem Wasser ab. Mit einem scharfen Messer entfernen wir die Enden vom Schnittlauch. Danach schneiden wir den Schnittlauch in dünne Streifen. Wir sehen, dass sich jetzt hier im Text noch Fehler befinden. Zum Beispiel hier habe ich gesehen, dass er unter laufendem Wasser nicht getrennt hat. Wir sehen, das wird hier markiert. Wenn ich einen Doppelklick auf den Text mache, kann ich das hier noch korrigieren. Unter laufendem, fehlt noch ein D, Wasser ab. Kontrolliere den Rest. Das passt alles. Und jetzt haben wir Untertitel für unseren Film angelegt. Diese Untertitel können wir uns auch in Essential Graphics aufrufen. Wenn ich da drauf gehe, dann sehen wir, dann zeigt er mir hier die Untertitelspur an. Ich ziehe mir das Fenster mal hier ein bisschen größer hin. Und dort könnte ich jetzt hier meine Untertitel alle markieren und zum Beispiel sagen, dass sie alle mittig sein sollen oder oben stehen sollen. Kann hier eben die Position auswählen. Wenn ich hier hinten was verschiebe, kann ich das auch irgendwie händisch machen und kann hier verschiedene Anpassungen vornehmen. Die Schriftart könnte ich ändern. Ich kann die Füllung anpassen. Das möchte ich aber alles nicht machen. Ich finde das so gut, wie es aussieht. Und jetzt kann ich mir natürlich hier meinen Schnitt exportieren. Datei exportieren. Medien. Und kann hier unter dem Punkt Untertitel jetzt auswählen, ob die Untertitel ins Video gebrannt werden, also ob sie fest im Video sein sollen. Oder ob er eine Sidecar-Datei erstellen soll, die wir, wenn wir unser Video bei YouTube hochladen, mit hinterlegen können. Das heißt, die sind dann immer fest im Video mit drin. Und wenn ich jetzt auf Exportieren gehe, dann spielt er mir meinen Film aus und ich kann mir den dann hier abspielen. Heute kochen wir eine Gemüsepfanne. Als erstes waschen wir unser Gemüse unter laufendem Wasser ab. Mit einem scharfen Messer entfernen wir die Enden vom Schnittlauch. So einfach kannst du in Adobe Premiere Untertitel erstellen. Falls du noch Fragen hast, stelle sie gerne in den Kommentaren. Ich werde probieren, sie dann zeitnah zu beantworten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lasse mir doch einen Daumen hoch da und abonniere meinen Kanal, damit du auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Vielen Dank und bis bald.